Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outlast. Ja, ich nehme jetzt wieder auf. Eieiei. Es ist schon hart, der dümpelt hier irgendwo herum. Ich muss jetzt gerade eben nochmal gehen. Ich hoffe bloß nicht, er kommt irgendwie in die Richtung. Also definitiv heute versuchen wir den Aufzug. Das ist halt, wie gesagt, das, was wir jetzt machen können. Ich muss jetzt erstmal hören, wo er genau ist. Ist ein bisschen doof. Ich weiß. Ah, naja, was soll ich halt dazu sagen? Der müsste hier irgendwo sein. Geht vielleicht mit seinen Finger irgendwo herumschnippeln an irgendwas. Keine Ahnung. Ich werde es dann ja sehen. Es wäre schön, mehr Details zu wissen. Er kommt, Herzklopfen. Ja, ich bin jetzt wieder hier. Alles, ja. Ist hier irgendwo hier? Ah, Scheiße, Scheiße! Weg! Ich hab keinen Bock mehr! Und das jetzt schon! Tür zu! Nein! Au! Au! Ich hau schon ab! Ich hau schon ab! Ich geh ins Krankenzimmer! Au! Du tust mir weh! Du tust mir ordentlich weh! Wo ist jetzt hin? Au! Das tut weh! Und zum Glück hältst du deine Fresse wieder! Schon schlimm genug, dass ich den schon wieder auf den Sack hab. Bitte, er darf mich jetzt nicht sehen, das war scheiße. Mal wieder. So. Ich will noch mal kurz bei der Toilette gucken, weil ich weiß nicht, ob da noch irgendwas war. Ist halt die Sache. Die sehen ja überhaupt nicht gut aus. So, irgendwie vorbei. So, verstecken. Ich habe nichts gemacht. Ja, ist ganz schön aufgeregt. Wir sind jetzt wieder auf dem Klo der Entspannung und hoffen uns zu entspannen. So, hier war ja nichts. Ist einfach so laut. Jetzt weiß ich, was ich für eine Einstellung vergessen habe. Ich wollte ja runterdrehen das Ganze. Oh. Obwohl, es erschreckt mich immer mehr und mehr. Schnell hier rein. Der hat nicht die Tür zugemacht. Ich voran bin. Nicht stolpern. So.
ich weiß nicht, was jetzt da drüben aussieht, aber wenn dieser eine Kerl halt, wie gesagt, so laut ist, was passiert mit den dann anderen? Ha. Ja, auch noch keiner. Da ist wieder einer in der Mitte. Da ist er. Da ist er. Man hat ihn gesehen. Gut, dass er mich nicht verraten tut. Das ist eine doofe Idee. Der ist hier. Nein! Lass mich die Tür aufmachen! Lass mich vorher die Tür auf, Mann! Aren't you a slippery little fucker? Vergiss es! Weg hier! Tür bleibt zu! Bitte komm jetzt bloß nicht hinterher, bitte komm jetzt bloß nicht hinterher! Oh mein Gott! Meine Toilette? Oh. Doch nicht. Gut. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, aber habe aber noch nie einen derartigen Maßnahmen an Heimleuchterei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in der Kanalisation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen. David Anpu. Oh! Der ist wohl bei den Fischen. Bin ich? Wo bin ich? Ist wirklich die beste Frage. Ah, die haben ein Klo? Das wird ja mal sowas von... Oh mein Gott.
nichts. Okay, ich hab jetzt da. Verdammt! Da war er! Wenn ihr mich jetzt findet, bin ich da am Arsch! Renn! Scheiße! Lauf! Lauf einfach! Ist egal, was passiert, der Onkel Doktor kann hier nichts anhaben. Tür zu! Und ab den Fahrstuhl benutzen. Ist mir egal. Fahrstuhl ist meiner. Wie bist du so schnell da runtergekommen? Nein! Ja, schub sie raus! Mach weiter, bitte! Nein. Ich hab mal da wirklich eine Frage. Der Fahrstuhl müsste doch eigentlich besser sein als das, dieses Gerüst. Oder benutzt er Metalle? Ah, gut. Mal sehen. Die Herstellung von Draeger Saft. Schritt 1 drücken. Ach, du Witzbold. Alter. Ich weiß, dass du ihn hast, aber. Ach ja, ich müsste zurück. Ich muss meine Finger holen. Ich glaube, die will ich nie wiedersehen. Welche Richtung muss ich gehen? Okay, da ist es duster. Keine Batterie. Dreck. Treppen kann ich auch nicht benutzen. Die Tür ist hier verrammelt. Aha. Ist das wirklich von den Christen halt her so? Also ich weiß nicht, das sieht halt so seltsam aus. Oh mein Gott. Alter, hör auf, über jede einzelne Kleinigkeit hier zu stolpern. Nach unten geht's. Wir wollen ja nach unten. Wir sehen weiter weg. Also nächster Schritt nach oben. Komm schon, Batterie fallen gelassen. Mist. Mann, ich brauche bloß Batterie. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt beim Kranken Abteil sehr viel verpasst haben, weil der ist hier die ganze Zeit schon im Her gewesen. Ich konnte jetzt auch nicht weiter gucken. Das würde ein bisschen schade war, aber. Ach nö. Da. Ich habe gehört, hier hat jemand eine Batterie versteckt. Gefunden. Dort, wo keiner suchen würde, natürlich. Bin ich raus? Hat er mich nicht. Wieso sieht das aus wie eine Schule? Was haben sie hier alles gemacht? Kein Signal, alles. Team Player Award, Patrick Patrick. Okay. Was ist das denn für ein schöner Film? Schön ist das Desktop-Hintergrund.
Alter, aufhören. Bitte. Ich habe so einen Verdacht. Thank God you survived. Oh, danke. That secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Sind dich dran. Und ich dachte schon, es wird gleich schlimmer. Da hinten ist die Tür, die eingerissen wird. Aber wir sind dicht dran. Mann, wir laufen hier rum. Da wollte jemand was zum Knabbern haben. Süft. Man sollte sich eigentlich dringend um diesen Laden mal kümmern. Nichts. Ganz schön neblig hier außerdem. Hier ist es sehr dunkel. Seht ihr keinen Jump? Oh Gott. Was soll diese Soundkulisse? Wieso sind hier so viele Spinde? Um Gottes Willen, das ist ein Paradies zum Verstecken. Noch ein Dokument gefunden. Was betrifft eine Pugel? Angesteckt. Oh mein Gott, sehr erhalter Mr. Words. Bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenflieger 531920. Okay, eine Angestelltennummer. Wieso spricht Riada David an der und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Handlung einer wahrhaften Verfolgungsangst, die behauptet soll, bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Träger. Warte, das ist aber nicht der Träger, den... Das soll wirklich ein Doktor gewesen sein? Ich dachte, das wäre ein schlechter Witz. Da geht's nach draußen. Aber wieso gibt es hier so viele Spinde? Ich habe Angst, dass bei der nächsten Ecke gleich was ordentlich los ist. Also wenn ihr mich verstehen könnt. Was denkt man hier? Hier sind Spindparadiese, kann man überall sich verstecken. Alles sehr dunkel. Verbarrikadiert. Da geht's weiter. Hier ist nichts mehr. Och Mann. Soll ich mal eine andere Frage stellen? Wer zum Teufel hat das Feuer gelegt? Komm schon hier, guck mal, du kannst dich da durchzwängen. Macht das eine Sacke. Hat das eine Sackgasse ge. Hä? Oh, mehr kann ich da. Eine Batterie, die finde ich so schön. Ich muss mir überlegen, was passiert, wenn ich wirklich 10 Batterien habe. Soll ich dann auf Verschwendung gehen? Die werde ich eigentlich ja nie wiedersehen eigentlich. Ich bin, glaube ich, jetzt am Arsch. Okay, wieso steht die ganz... Das Ganze hier alles... Ach, shit. Oh mein Gott. I had to burn it.
Ich muss das anzünden. Als Murkoff took so much from us. Genommen, uns benutzt. Used us. Turned us into these things, because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Alter, du wurdest mehr als... Weg durch die Küche. Rudi, es tut mir wirklich leid. Ja, ich muss jetzt erstmal ein paar Unterlagen hier finden. Warte, ist die falsche Richtung. Ach du mein... Au, 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 das... Soll nicht noch auf uns aufpassen. Hat trotzdem die. Er hat einen Weg versperrt gehabt. Verdammt. Oh, hier liegen auch ganz schön viele Leichen, alles komplett verglüht. Wow. Also er muss wirklich mehr Kopf passen, so wie die meisten. Gibt hier noch irgendwas? Müll? Nö. Also schon ehrlich heftig, sehr beendet zu seinem Leben. Also Respekt, dass er es wirklich so tut. Ah, naja. So. Ich kann dir das nochmal. Lass es brennen, das habe ich gerade vergessen. Ich bin nicht das einzige Opfer hier. Bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Es ist schon heftig, wenn man so einen Weg wählt. Ich wünsche dem Mann wirklich alles Gute. Im nächsten Leben. Also wirklich, ich will bloß nicht wissen, was die... Also die Patienten haben hier dermaßen was von Folter durchlebt gehabt. Das ist einfach heftig. Hier geht's nicht weiter, oder? Dokumente. Au. Warte mal. Dokumente, das war ja Merkblatt. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Okay. Das war aber ein Berater. Sogar die Berater haben die Schnauze voll. Sagt jetzt schon vieles. So. Ja, brennt hier da. Ich muss jetzt hier rein. Warte, wer ist denn das die ganze Zeit, der hier auch läuft? Hier ist wieder ein Bett. Ah, da ist hier noch ein. Warte mal, was?
Es ist kein Wasser im System, öffnen Sie zuerst das zweite Ventil. Die zwei Ventile. Nein! Es ist er! Ach du meine Güte, bitte bloß nicht er! Langsam und mit Bedacht. Scheiße! No! Nein! 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 Nicht herkommen! Bleib weg! Bleib weg! Ich will nicht mehr! Okay, darf ich hier bleiben? Ich will mit dir sterben! Ich will mit dir sterben. Ich will nicht diesen Horror leben. Nein, nein. Nein, 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 nein. Bloß nicht. Okay, ich glaube, das war's damit für eine weitere Folge von Outlast. Ich will mich bloß in der Ecke hier verstecken, nicht mehr und nicht weniger. Dann schau, ich sage euch noch. Ich schon wieder.